Ja, das Angeln letztes Mal hat geholfen, liebe Freunde. Schaut mal, ich bin besser geworden im Angeln. Es ist der 12. Wir haben einiges an Rüben verkauft. Und damit auch ein bisschen Geld gemacht. Und heute ist das Eierfest. Also auf in die Stadt zum Eierfest. Aber erstmal gucke ich, was in der Post ist. Meine Quellen sagen mir, dass sie sich im alten Gemeindezentrum rumgetrieben haben. Warum besuchen sie mich nicht? Meine Kammern liegen westlich des Waldsees in dem Steinturm. Vielleicht habe ich Informationen, die ihr Rattenproblem betreffen. Asmodius, Zauberer. Oh. Na, das ist doch mal was. So viele Aufgaben, so viel zu erledigen. So, warte mal, jetzt hole ich nochmal den Dünger. Ich kann nicht das hier auch offen lassen. Wo ist mein Dünger? Da. Sehr schön. Tja, soll ich jetzt erst den Zauber besuchen oder erstmal zum Eierfest? Ich glaube, ich lasse mich erstmal in der Gemeinde blicken. Denn nachher verpasse ich das noch, wenn ich da hinten im Wald rumspringe. So, das Feld erstmal wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ja, das Eierfest hat schon angefangen. Dann nichts wie los. Das Eierfest, das Eierfest. Ich freue mich auf das Eierfest. Oh, hallo. Unsere Hennen haben Überstunden geschoben, um dieses Fest vorzubereiten. Die verdienen heute nur die besten Schalen mit gelbem süßem Mais. Ich kenne einen Plüsch. Oh, ich kann Erdbeersaat kaufen. Das mache ich. Erdbeersaat gefällt mir. Wie viel Geld habe ich denn jetzt gerade? Weiß nicht. Oh, egal. Ich kaufe mir mal einmal Erdbeersaat. Das reicht erstmal. Na? Keiner spricht wirklich mit mir. Ich komme nur für die Eier. Deviled Eggs, Teufelseier. Also ich spreche mit dir, ich mag dich nämlich. So. Hey Clint. Gibt's noch mehr Essen? Ah, der Emo-Junge redet nicht. Hey, ich habe was Nettes in den Punsch getan. Psst. Aber das nur mit zwischen... Halt das für dich, Junge. Ja, okay. Ich hoffe, dass alle das Essen genießen.
Ich habe tagelang gekocht, um alles fertig zu kriegen. Frittierte Eier, gekochte Eier, puschierte Eier, Teufelseier, Rühreier, Schokoladeneier. Sag an, alles dabei. Wahnsinn, Gas. Respekt. Lecker auch. Hi Maru. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch fühlt sich hier alles an wie eine richtige Gemeinschaft. Die Kinder haben sich schon seit Wochen auf dieses Fest gefreut. Wann geht die Eierjagd los? Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ich kann ein paar Eier finden, bevor Vincent alle findet. Der Früchtepunsch ist wirklich ungewöhnlich gut. Ich weiß, woran das liegt. Wenn man ab und zu mal Pause macht von der vielen Arbeit, macht sich das auf lange Sicht produktiver. Ja, ich glaube, da hat er recht. Man braucht mal eine Pause. Hey, Emily. Ich bin seit der Morgendämmerung wach und habe Eier gefärbt. Das ist immer mein Lieblingsteil des Jahres. Meine Lieblingsjahreszeit, so. Vincent liebt dieses Festival. Es ist ein Vergnügen, ihn so glücklich zu sehen. Willkommen beim Eierfest. Ein Verdienst meiner Legehennen. Ei, was für eine seltsame Art, was für ein seltsames Ding zu essen. Hier, guck mal, hier kann man ein Bild im Hasenkostüm machen. Vielleicht ist hier noch irgendjemand dabei, den ich noch nicht kenne. Warte mal, der da hinten zum Beispiel. Hier, du da. Kennen wir uns schon? Harvey, achso, du bist es. Eier haben definitiv ihren Platz in einer guten Diät. Ah, ich sollte vielleicht meinen Arztkittel mal für eine Weile ausziehen. Sprichwörtlich gemeint. Und ihr? Alex. Ich versuche jeden Tag wenigstens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Das Festival ist okay, aber worauf ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz. Hey Willy. Manchmal verstecke ich auch Eier und keiner findet sie. Naja, zumindest bis der Sommer kommt. Und die Hitze dann den rottigen Geruch herausbringt, ja. Das glaube ich. Grandma? Das Festival ist eine Tradition für so lange, wie ich schon mich zurückerinnern kann. Traditionen verbinden uns mit sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft. Und das ist tröstlich. Warum ist jeder hier so glücklich? Eier, warum Eier? Grumpy Grandpa. Hey Kids. Wir haben immer mit verrotteten Eiern geschmissen. Aber, naja, Bürgermeister Lewis hat das ziemlich schnell zu Ende gebracht. Bei der Allergie. Nach Eiern suchen ist fast wie eine Schatzjagd. Na, Abby, könntest du recht haben. So, jetzt habe ich, glaube ich, mit allen geredet, außer dem Bürgermeister. Ach, hier, dem Abenteurermann noch. Selbst mit meinem schlechten Bein werde ich doch nie ein Stadtfest verpassen. Caroline? Abby hat die Eierjagd schon immer gemacht, seit sie ein kleines Kind ist. Und Robin? Frühling ist eine geschäftige Jahreszeit. Ist schön, mal einen Tag frei zu haben und sich mit Freunden zu treffen. Jo, das stimmt wohl. Warte mal, kann ich denn da irgendwo rum und auch mal mit dir reden? Ich glaube, du bist nämlich der Einzige, den ich noch nicht habe, oder? Ist alles abgesperrt, keine Chance, an ihn ranzukommen. Na schön, ich nehme noch ein paar Erdbeersamen. So. Eigentlich möchte ich nur mit dir quatschen. Lass uns doch mal quatschen. Nein, will nicht mit mir quatschen. Okay. Du willst sowieso nicht mit mir quatschen. Du magst mich nicht. Dann komme ich aber mit klar.
Okay, Bürgermeister, dann wir beide. Glaubst du, dass alle bereit sind für die Eierjagd? Na klar, los geht's. Und ich mache mit. Es ist Zeit für das, für den Höhepunkt unserer Festivitäten heute. Die jährliche Frühlingseierjagd. Juhu. Beruhigt euch, Kinder. Ihr werdet alle eine Energie brauchen, um hoffentlich die besten Eier zu finden und den exklusivsten Preis mit nach Hause zu nehmen. Sind alle bereit? Lasst die Eierjagd beginnen! Ich glaube, da ist eins. Oh, da sind auch welche. Ich sehe sie doch. Oh. Habe ich auch noch eins gesehen. Das macht ja Spaß. Weihnachten und Ostern irgendwie zusammen. Wie komme ich denn da dran an das Ei? Achso. Na Kids, kein Bock drauf. Oh Mist, jetzt habe ich noch eins verpasst. Schaut euch nur all diese Eier an. Wenn ich euch doch nur dazu bringen könnte, genauso effizient den Müll am Strand aufzusammeln. Der Gewinner der diesjährigen Eierjagd ist... Abigail! Glückwunsch, kleine Abigail. Hier ist dein Preis, genieß ihn. Das war's fürs diesjährige Eierfestival. Danke, dass ihr da wart. Oh. So schnell kann ein Tag um sein. Ob ich noch schnell die Erdbeeren anpflanze? Da muss ich es aber auch noch gießen. Jetzt aber ab ins Bett. Gute Nacht, Freunde. Aber heute dauert die Folge noch ein bisschen länger, nicht nur die Nacht. Viel Geld habe ich nicht verdient mit nur einer Rübe, aber das macht nichts. Schon der 14. Tag. Zeit verrast hier. Vergeht wie im Fluge. Die Blätter fallen. Und die Setzlinge sprießen schon, das ist schon mal gut. Wasser alle. Macht doch nichts, bin eh fertig. Wie viel Holz habe ich denn jetzt schon eigentlich? Da geht noch ein bisschen was. Mich heute mal ein bisschen um Holzfällerei kümmern. Oder soll ich direkt zum Magier gehen?
Na, schauen wir doch mal, ob ich überhaupt lang kann irgendwo. Westlich vom Waldsee hieß es. Aber ist der Waldsee meiner, oder? Nee, ich muss nach Süden und dann nach Westen, okay. Dann fälle ich erstmal bei mir Bäume. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Holz hat er gesagt, brauchen wir 200. Das wäre noch ein bisschen. Glaube ich mal Zeit für einen kleinen Power-Riegel. Na, ordentlich. Gibt ordentlich was zurück. Da brauche ich mehr von. Einen Baum schaffe ich noch, dann bin ich schon fast wieder hinüber. Ha, jetzt fehlt mir noch ein Stück Holz. Na komm, das versuchen wir noch schnell. Bin ich aber auch echt am unteren Kraftlimit angekommen. Aber ich habe genug Zutaten jetzt zusammen, um mir noch ein paar Energieriegel zu machen. Das ist schon mal gut. Dann kann ich nämlich den Tag heute nochmal dazu verwenden, tatsächlich die Brücke zu reparieren. Ich heb's immer auf, vielleicht kann ich noch was anderes als Dünger daraus machen. Also erstmal hau ich mir mal ein, zwei Energieriegel rein. So, das ist schon mal wesentlich besser. Dann habe ich... Wildsaat. Ach ja, die täglichen Aufgaben. So. Zurück das Ding. Was ich wohl für einen Preis bekommen hätte, wenn ich die Eier gewonnen hätte. Ist aber nicht so schlimm, war einfach ein Riesenspaß. Hier, du da, warte mal. Ach, du bist es wieder, Dr. Harvey. Wo wohnt denn dieser andere Typ? Wohnt der hier bei dir? Hi, Emily.
Ob ich Schafe züchte? Ihre Klamotten könnte man eine tolle ihre Wolle könnte man eine tolle Kleidung umwandeln, ja. Dafür braucht man aber einen Webstuhl. Den kannst du selber machen, wenn du das Rezept dafür weißt. Ach ja, sie war ja so ein bisschen Mode interessiert, die Kleine hier. Immer noch verschlossen. Dafür bin ich mir nie zu schade. So. Aha, 300 Stück Holz waren's. Okay, gut. Habe ich verstanden. Dann also noch nicht jetzt, sondern demnächst. Na gut, liebe Freunde, dann gehe ich vom Strand wieder zurück und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!